Euka der Killerwal. Ein Witz. Der weiße Hai. Vergiss es. Three-Headed Shark. Lächerlich. Piranhas. Ab ins Kindernachmittagsprogramm. Octalus. Allesamt Witzfiguren, Leute. Vergiss es. Denn jetzt kommt der Monsterfisch von Eldrador Creatures, Leute. Und damit recht herzlich willkommen zu einem neuen Review-Unboxing einer weiteren Kreatur, einer Neuheit von Schleich aus der neuen Fantasy-Serie von, wie schon erwähnt, Eldrador Creatures. Leute, der absolute Oberknaller. Und auch zu dieser Kreatur, die anscheinend direkt aus der Hölle kommt, ja, gibt's einen kleinen Begleittext und den möchte ich auch hier am Anfang zitieren. Der furchterregende Monsterfisch ist in den Tiefen des Meeres zu Hause und gefährlicher als jeder Hai, welcher jemals die Weltmeere in Angst und Schrecken versetzte. Er hat mutierte Unterkiefer und kann mit seinem gewaltigen Kieferklauen jeden Gegner festhalten. Mit seiner unfassbar starken Schwanzflosse wehrt er jeden Angriff von hinten ab. Sein Körper ist von unzähligen gewonnenen Kämpfen gezeichnet. Die tiefen Narben stammen sowohl von anderen furchterregenden Meereswesen als auch von Kreaturen, die sich niemals, niemals dem Reich dieses Monsters hätten nähern dürfen. Ja, ne? Cooler Text, muss man schon sagen, Leute. Und wow, was für ein Hammerteil. Wow, das Viech ist wirklich ein Figur gewordener Albtraum. Was für ein abartig hässliches, widerwärtiges Dreckstück, Leute. Und ich meine das im absolut positivsten Sinne. Und ich liebe es. Oh, Schleich. Ich liebe es. Danke. Danke für dieses Mörderteil hier. Und bevor ich hier jetzt komplett durchdrehe, lasst uns die Verpackung anschauen und das Vieh dann befreien. Und alleine hier vom Angucken habe ich Schiss, dass es mich in allerwertesten beißt. Mal ganz ehrlich. Weil es hat nicht nur fürchterliche Zähne. Nein. Der Unterkiefer ist auch noch beweglich, Leute. Wie oberhammercool ist das denn? Also, los geht's. So, und auch hier kann ich nur wieder sagen, wenn das Vieh hier vor euch steht, dann kommt es tausendmal besser garantiert, als es hier auf meinem Video seht, Leute. Das Ding ist so der Oberknaller, der Burner. Geht in die Geschäfte, guckt's euch an, lasst euch überzeugen. Und wieder klingt's wie Werbung, aber ich mache keine Werbung. Definitiv hab mir das gekauft. Ich werde nicht bezahlt, aber ich bin einfach nur begeistert und ich freue mich. Und da flippe ich halt einfach auch mal aus, ne? Ja, obwohl ich Krebs bin, habe ich es normalerweise nicht so mit Fischen, aber wenn du mir sowas hier servierst, dann bin ich zu 100% auf deiner Seite, ne? Aber auch nur über Wasser und nicht unter Wasser, denn ich glaube, so Viecher sind der Grund, warum ich nicht mal gern unter die Dusche stehe. Ja, weißt du es, ob dich so ein Viech mal anfällt? Tja, ne? So sieht's aus. Leute, das Artwork, guckt's euch an. Ich glaube, ich habe schon in der Vorschau, in der Preview gesagt, guckt euch dieses verrottete alte Schiffswrack an, was hier so an der Klippe hängt und kurz vorm Abstürzen ist, ne? Und so rottet's hier vor sich hin und ist garantiert auch von irgendwelchen elenden Geistern beseelt. Schleich bringt unbedingt noch Geister raus. Richtig, richtig geile Dinger. Nicht nur so Pirates of the Caribbean, sondern richtig coole Viecher, wo halt hier auch zu Eldrador passen. Das wäre noch der absolute Oberknaller. Lasst euch vielleicht ein bisschen ja von Herr der Ringe inspirieren oder sowas, ne? Das meine ich. Das würde hier 1000% noch dazu passen. Der Burner. So, also das ist schon mal Weltklasse. Auch der Meeresgrund, wie er hier dargestellt wird, absoluter Oberhammer. Ganz, ganz, ganz toll gezeichnet. Ich bin begeistert. Ja, Eldrador Creatures Logo von Schleich, empfohlen für Kids. Ich sag mal, ab 7 Jahre das 12 kannst du schenken, denn ja, ne, ich bin weit, oh, mega weit, ultra weit drüber raus, ja. Ich bin in dem Alter, wo man solche Zähne hat, von dem her wird es sehr sympathisch. Und ja, er hat die Nummer hier 4245.
3. Okay, so sieht es von der Seite aus, so von dieser Seite, so von hinten. Hier natürlich wieder die Elemente zu sehen. Hier der Hai nochmal abgebildet, aber er kommt schon wieder hier viel, viel besser als auf dieser Abbildung. Dann hier noch ein paar weitere Kreaturen, die es gibt. Die werde ich euch alle noch vorstellen, ist ja klar. Hier Warnhinweise und noch ein paar andere Kreaturen von Eldrador. Gut, dann würde ich sagen, mal kurz die Maße. Manche interessiert es, denn die stellen das komplett in ihre Sammlung. Die packen die Figur nicht aus, sondern stellen die Schachtel einfach rein. Und die Schachtel fällt ein bisschen aus der Norm von den anderen Figuren, denn die ist ein bisschen größer. Ja? Die Schachtel hier hat nämlich eine Länge von 16 cm, hat eine Breite von 15,5 cm und eine Höhe von 18 cm. Höhe ist also gleich wie die anderen auch, aber sie ist halt einfach ein bisschen tiefer, weil das Vieh halt auch unheimlich groß, was heißt unheimlich groß, ist halt ein bisschen größer als die anderen. So, hat hier extra noch eine Kunststoffform für die Flossen bekommen. Ich habe immer Angst, wenn mein Finger hier vorne vom Maul rummacht, ne? Nicht, dass der noch zuschnappt. Und ja, ich würde sagen, den packe ich hier kurz aus und dann schauen wir uns aus der Nähe an. Dieses Viech. Du Viech! So, und hier habe ich Le Viech in voller Pracht, pfeift euch rein, der Burner. Auch hier natürlich, irgendwann kommt das 360-Grad-Video, wo ich es nochmal rundherum filme, dann seht ihr das ohne Schnickschnack. Und unser Riesenhai oder Monsterfisch, wie Schleich es hier nennt, hat eine Länge von 20 cm, eine Größe an der Rückenflosse gemessen von 8 cm. Okay, also sehr schöne Größe und boah, einfach hier monströs, das Aussehen ist so der Knaller. Auch hier weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, ne? Hammer. Übrigens, der Bauch hier wirkt total glossy und die Oberseite eher ja ein bisschen matter, ne? Das finde ich auch interessant. Ist eigentlich ein cooler Effekt, wenn man so möchte, ne? Hammer. Ja, bereits schon 2017 modelliert das gute Teil und der Übergang ist wunderbar. Guckt es euch an. Wir haben hier so ein ja cremeweiß, gräuliches Weiß, was dann hier in dieses Türkis oder Mint übergeht und dann letztendlich in dieses wirklich tolle Blau. Also das Blau ist absolut passend. Dann hier auch wieder so türkise Streifen dazwischen und witzigerweise die Stacheln, die hier rausgucken, die haben sie eher dunkelgrau bemalt. Hat so einen leichten silbernen Glanz, aber ich würde es eher als dunkelgrau benennen wollen. Es sieht auf jeden Fall unheimlich gut aus. Und dann auch noch die ganzen Narben, die man hier sieht. Teilweise rot bemalt, teilweise haben sie es einfach so gelassen. Ach, klasse, klasse. Auch die Kiemen. Aber hier, ich sollte mal irgendwie vielleicht von vorne anfangen, mich dann durcharbeiten. Ne? Hammer. Also, wow, wow. Wow. Ja, dann fangen wir doch mal vielleicht gerade hier mit dem Kopf hier an. Und es erinnert so ganz kurz ein bisschen an Hammerhai. Klaro, ganz anderer Kopf wie ein Hammerhai. Aber so wie das hier schon ein bisschen in die Breite geht, ne, ihr wisst, was ich meine, könnte schon ein bisschen so leicht in die Richtung gehen. Und hier ist halt dann komplett alles mutiert, ne? Das ist schon der Hammer. Auch die spitze Schnauze hier vorne, mega. Die Nasenlöcher, die sind auch vor allem riesengroß. Guckt euch an, hier ist sogar noch wie so ein kleines Eckchen mit dran. Ist das nicht super cool gemacht? Und dann geht's richtig tief rein, zumindest erweckt es hier den Eindruck. Dann hier die Narbe quer über das Maul laufend. Hier unten geht's dann weiter. Ist das nicht cool? Ihr könnt das Maul übrigens komplett schließen und natürlich auch komplett öffnen. Das ist so mega, vor allem auch die Zahnreihen und so weiter. Knaller. Er hat hier gelbe Augen bekommen mit einer schmalen schwarzen Pupille und das sitzt wirklich einwandfrei. Guckt es euch an, haben sie klasse gemacht. Dann haben sie ja auch noch ums Auge rum ein bisschen dunkel mit diesem Blau gesprüht. Dann geht es hier schon wieder weiter in dieses Türkis ein bisschen rein, dann wird es hier wieder heller. Also die Airbrush-Arbeit ist klasse gemacht. Ist wirklich klasse gemacht. Da haben sie sich also dieses Mal wirklich unfassbar Mühe gegeben. Ganz, ganz toll. Wirklich ganz toll. Interessant, wie weit oben die Augen hier sitzen und wie riesig dieses Maul oder wie breit einfach so dieser Eingang, will ich es mal sagen, geworden ist. Ne? Dann hier auch noch diese mutierte Klaue. Ja, irgendwie so der Unterkiefer, der hier weggebrochen ist und einfach so knochig mutierte mit ein paar Zähnen dran. Auch die Zähne sind hier nicht wirklich spitz, sind relativ stumpf, aber das macht dieser Skulptur eigentlich wirklich keinen Abbruch, denn die Zähne sind so wild modelliert. Ihr seht es ja, hier steht sogar noch ein Zahn raus. Und auch cool, wie sie das Zahnfleisch hier modelliert haben. Ne? Richtig schön wellig, nicht einfach nur glatt. Sie haben
haben auch die Zähne wirklich sauber reingemalt. Ihr seht, es ist auch kein Weiß. Es ist so eher ein bisschen, ja, auch Cremefarbe, ein bisschen gelbstichig. Und das passt ausnahmsweise richtig, richtig gut. Ihr seht auch, dass man dem Hai hier zwei Zahnreihen verpasst hat. Ja, mit dem Zahn, der hier ein bisschen raussteht, sieht sogar aus, als wären es drei Zahnreihen. Das ist super cool gemacht. Hier unten haben sie es ebenfalls doppelt gesetzt. Und wenn ihr das dann so von vorne anschaut, sieht es aus wirklich wie Zähne pur. Echt, das ist das personifizierte Sägeblatt, was er hier im Maul trägt. Der Hammer. Ja, den Gaumen und so weiter haben sie auch in diesem Rosa bemalt. Nicht übertrieben rot. Das finde ich richtig, richtig gut, weil es sieht halt einfach noch ein bisschen realistischer aus. Und auch klasse, wie diese mutierten Unterkiefer dann hier noch irgendwie so weghängen. Also das ist schon sehr bizarr modelliert, aber gefällt mir einfach richtig, richtig gut. Klasse, dann auch hier nochmal eine Narbe zu sehen. Auch schön hier diese Falten direkt hinter Maul. Dann geht's hier über zu den Kiemen. Auch hier pro Kiemen drei von diesen Stachelreihen zu sehen. Und ja, die sind ganz, ganz eckig, ganz bizarr hier angesetzt. Das trägt natürlich zu seinem Gesamterscheinungsbild sehr angenehm bei. Er fasst sich auch super gut an. Das ist halt so typisches Schleichgummi. Ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Das fühlt sich an wie Gummi. Und das ist einfach, ja, ist toll. Es fühlt sich wertig an. Ne? Allein schon das Feeling ist cool. Dann guckt mal, hier überall noch die Narben hier modelliert. Und also, klasse. Dann hier wieder rote Narben. Auch hier oben richtig alles schön so quer geriffelt, also es sieht richtig alt und gebraucht aus und überall natürlich auch die Kampfspuren zu sehen, die sich hier seitlich fortsetzen, ne? So ein richtiges X hier drin, der Hammer, auch hier ganz tiefe Kiemen, nicht einfach nur angedeutet, sondern richtig tief reingeritzt, das ist klasse, auch der Übergang hier wunderbar geworden, toll. Was mir auch sehr gut gefällt, sind die Flossen, beziehungsweise diese ja abgeflatterten, abgenutzten Flossen, auch wie die hier auslaufen, ne? Das ist klasse. Da sieht man wirklich, boah, das Viech hat schon einiges hinter sich gebracht. Auch die Rückenflosse. Total verschreddert, das Ganze. Also, das ist herrlich bizarr in Szene gesetzt. Also, das, wow, klasse. Auf dieser Seite auch noch hier eine Narbe auf der Flosse. Das ist auch sehr passend. Dann die Afterflossen links und rechts auch noch ganz klein angebracht. Hier seht ihr wieder Narben. Wirklich von vorne bis hinten vernarbtes Viech. Dann haben wir hier auch die hintere, die Ruderflosse, Antriebsflosse, Heckflosse, keine Ahnung. Ebenfalls eine Narbe zu finden und ebenfalls auch alles zerflettert. Cool, die ganze Form, wie das hier ein bisschen breiter ist und dann hier wieder ein bisschen schmäler wird. Der Schweif ist auch ein bisschen gebogen, ja, als ob er hier wirklich gerade am Schwimmen wäre. Das ist sehr schön gemacht. Auch hier findet man noch Narben und schön auch dieser Farbverlauf, ne, von diesem tollen, ja, Meeres-Ozeanblau wieder in dieses Türkis oder Mint rein. Das ist schon echt toller Paintjob. Kann man anders gar nicht sagen, ja. Selbst hier unten noch eine kleine Flosse. Auch daran haben sie gedacht. Also klasse, also besser kann man es eigentlich gar nicht machen. Ein Monsterhai, Schleich nennt das ganze Ding Monsterfisch, also für mich das definitiv ein mutierter Hai. Und ihr seht es ja auch von der Seite, ne? Die Schnauze, wie die noch ein bisschen hoch geht. Das ist so richtig eklig, das Teil. Ne? Aber wie schon gesagt, im positivsten Sinne. Und es sieht einfach nur krass aus, mit geöffnetem Maul. Boah, was für ein Scheißviech, boah, was eine Bestie, hey. Möchtest du in 10.000 Jahren nicht begegnen, nicht mal ansatzweise. Ich glaube, wenn das Ding hier schon alleine am Bullauge vorbeischwimmen würde, ich würde einen Herzkasper kriegen, ja? Final Last Words, guck mal, ein Vieh, Ende, ne? Herzkasper, tot, das ist einfach nur herrlich. Was für ein Hammerteil. Hier nochmal von oben das Ganze. Ich sag ja, die ganzen Schronnen, die ganzen Narben, die ganzen Einfurchungen und auch die vielen Stacheln hier. Oder sind es bei Fischen auch Osteoderme? Ich habe keine Ahnung, wie man das Ganze hier nennt. Ja, also wirklich absolut gelungenes Monster und wirklich super passend
zu dieser Serie, der Burner. Also das gehört jetzt schon mit zu meinen absoluten Lieblingsstücken dieser Serie, weil ja, also wenn mich mal ein Fisch, ein Hai begeistert, dann sagt es schon sehr viel aus, ne? Weil ich kann mit dem Thema relativ wenig anfangen. Außer natürlich Hai und Wassermonster, und da gehört das hier definitiv zu 100% dazu. Guckt euch das an. Wow, das ist so mega krass, boah, schwimmt vorbei. Sieht das nicht widerlich aus, ne? Alleine schon, wenn ich so hier, weißt du, so schlängel und dann so, furchtbar, oder? Boah, ich krieg hier, ein Traum alleine von diesem Bild. Ach, Schleich, was habt ihr da wieder Tolles gemacht? Ja, viele Grüße auch an dieser Stelle, an den Skulpteur, an die Modelleurin, an die Designer, an die ganzen Macher von dieser Figur. Der Hai ist Knaller. Schade, dass das Maul nicht nur ein bisschen weiter aufgeht, ne? Ich krieg's wirklich nur so weit auf, aber ihr könnt's wieder komplett schließen, soweit's halt die Zähne hier zulassen. Und das ist echt toll, das ist klasse. Ja, früher hast du so Figuren echt nur bei so, keine Ahnung, Merchandise-Geschichten gefunden, wie zum Beispiel zu Quake oder sowas, ne? Da war ja auch so ein halb verfaulter Hai dabei, aber nicht mal ansatzweise so gut wie der hier, ne? Und heute findet ihr das dank Schleich im Kinderspielzeugsektor. Wie krass, wie Hammer ist das denn, bitteschön, ne? So, Kamera noch ein bisschen runter. Ja, guckt es euch nochmal an, ne? So sieht er aus, wie schon gesagt, 360-Grad-Video. Lade ich nochmal extra hoch und ja, boah, klasse. Klasse. Obwohl es jetzt nicht unbedingt passt, stelle ich einfach noch hier Steini daneben. Dann habt ihr in etwa einen Größenvergleich. Also ihr seht schon, der Hai kann es locker mit ihm aufnehmen. Ja? Also wenn das Viech jetzt auch noch Beine hätte und an Land käme, dann hier gut Nacht. Ne? Gut Nacht im Märchenland. Der Knaller. Es gibt einen Zeichentrickfilm, da kommen Wasserwesen an Land und haben alle Beine. Auch Haie. Das ist mal richtig, richtig übel. Und ja, also dem hier traue ich alles zu. Der ist so mutiert, dass ich ihm auch zutrauen würde, dass der vielleicht auch mit der Zeit noch irgendwie Beine kriegt, Leute. Boah, krass, oder? Also ich finde es echt krass. Okay, also ihr Lieben, dann würde ich sagen, was ist dazu? Mehr brauche ich gar nicht sagen. Der unfassbar gut gelungene Monsterfisch von Schleich zu den Eldrador Creatures. Hammerfigur, ganz neu und fantastisch gelungen. Daumen hoch, Schleich. Echt Daumen hoch. Ja, Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen. Die anderen Figuren stelle ich euch natürlich auch noch alle vor. Wir sehen uns spätestens dann. Bis dahin. Ciao, tschüsschen, euer Rupi. Yay! Yeah.